Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir ja bei diesen Büchlein zusehen, Umschläge. Ich habe hier etwas Gebamsel dran gemacht, verschiedene, aber mit Herzen jeweils. Die sind ausgestanzt und ich zeige euch mal das Innen. So, das ist das Innenleben. Ich habe hier 10 Blätter reingemacht. Also sind es 20 Seiten und die kann man rausnehmen, weil wenn man da drin arbeiten möchte dann oder drauf arbeiten möchte, ist es immer, finde ich, besser, wenn man es rausnimmt. Ich habe, oder rausnehmen kann, ich habe darauf geachtet, dass die Farben einigermaßen passen. Ja, und ich finde es richtig schön. Die Oberfläche ist gewachst und dadurch und dann nochmal mit dem Papier drüber gegangen, damit es eben ja eine schöne glatte Oberfläche bekommt. Also da muss man nochmal drüber gehen mit einem Papier und dann wird es so schön. Ja, von der Haptik her finde ich es auch klasse. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusehen, wie diese kleinen feinen Sachen entstanden sind. Und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und jetzt geht's los. Hier seht ihr nochmal das Masterboard, das ich letzte Woche gemacht habe. Hatte ich ja schon ein Video reingestellt. Und ich schneide mir jetzt einen Streifen runter, vielmehr zwei Streifen mit 15 cm. Da bekomme ich dann 4 so kleine Umschläge raus. Also jeweils 2. Ich mache dann auch den Bleistiftstrich noch weg. Also mit dem Radiergummi mache ich das weg und ja. Damit man da nichts sieht, weil das ist immer sehr unschön. Außerdem, wenn man nochmal drüber malt, dann sieht man das noch mehr, wenn die Farbe hell ist. Also mach den immer weg. Hier habe ich meine große Schneidemaschine von Fiskars. Also die ist richtig, richtig gut. Und jetzt mache ich erstmal so die Kanten gerade und schneide mir da jetzt ein 25 cm Stück runter. Gucke ich nochmal, passt es nicht. Wie mache ich das am besten, überlege ich nochmal. Weil es war von Anfang an nicht unbedingt klar, wie groß das Ganze wird. Ich habe mich aber dann für 25 auf 25 cm entschieden. Eins ist etwas größer, vielmehr der Umschlag, die Klappe, die dann draus wird. Aber das macht nichts. Was mir bei dem Schneider nicht gefällt, ist einfach, dass die 15 cm nicht an, zeigt es nicht an, weil genau da das geteilt ist. Mit ein bisschen Übung ist es kein Problem, aber ja, es ist immer gut, wenn ihr das wisst. Ich wusste es vorher nicht. Das macht mir überhaupt nichts aus, aber vielleicht dem einen oder anderen, wenn man denn das Geld ausgibt, muss man, denke ich mal, das wissen. Ja, und hier mein Stanzer. Und das dicke Papier, das lässt sich da sehr gut bearbeiten. So, jetzt wird das Ganze gefalzt bei 10, bei 20. Und dann bleibt so eine Klappe übrig. 10, 20 und das mache ich bei allen, leg mir das auch gut an, manchmal ja, bin ich dann noch zu schnell und dann verschiebt sich mir das, also arbeitet etwas langsamer. Ja. Wenn das recht dick ist, das Papier, ja, das seht ihr dann später, jetzt mache ich erstmal hinten das in dem Türkis, weil das finde ich am besten passt. Für mich, ich liebe Türkis, das ist einfach eine wunderschöne Farbe. Und das von Golden ist mir immer am liebsten. Gibt auch andere schöne Türkis-Sorten, aber ja, das von Golden hat schon was. Und
Da mache ich jetzt alle vier. Mache hier das nochmal weg, damit das ja nicht unten mit der Farbe voll wird. Würde an sich ja nicht viel ausmachen, aber ja, ganz. Ich wollte es einfach mal so sauber haben. So, nochmal ein bisschen was. Ich habe da eine Unterlage, die ist eine Silikonunterlage, die ist schon sehr, sehr alt. Die habe ich jetzt, boah, lasst mich überlegen, bestimmt, ich weiß nicht wie viele Jahre. Bestimmt 6, 7 Jahre. Passt auf, hier habe ich jetzt nochmal neben der Falz links und rechts nochmal gefalzt. Weil ich finde, also das, wenn man da was reinmacht, dann ist es immer gut, wenn es noch ein bisschen Platz hat. Also links und rechts neben der Falz nochmal falzen, sodass da ein wenig Abstand entsteht. Hier habe ich mein Wachs. Das habe ich auch schon sehr lange, da braucht man ja nicht viel. Und mir ist das so eingefallen, Mensch, das wäre doch was, wenn man das wächst oder wächst, weil dann ja, wird es von der Haptik schöner, finde ich. Also das, und es ist noch geschützt. Das ist jetzt bei Acrylfarben vielleicht nicht ganz so, aber bei anderen Farben, bei Aquarellfarben, ist es schon sehr gut, wenn man das macht. Ja, hier mache ich mir jetzt oder stanze ich mir jetzt die Löcher rein und sehe zu, dass ich da farblich hinkomme, dass das passt. Hier habe ich auch so blau eingefärbte. Das ist nämlich richtig gut. Das habe ich mir auch schon vor etlichen Jahren mal gekauft. Man braucht ja nicht viel. Immer wieder ein bisschen was. Und dementsprechend lange hat man natürlich da welche. So, und fertig. So, da habe ich dann das alles verstärkt. Jetzt schüttelt es das Ganze, weil ich mit dem Papier einfach drüber gehe. Weil das Wachs ist ja jetzt trocken, ich habe das wirklich ein paar Tage liegen gelassen, damit es wirklich durchtrocknet. Und jetzt gehe ich mit dem Papier, mit dem Küchenkrepp drüber und schon ist es auch fertig. Hier mache ich gleich mal den Gummi rein, zack, und eine Öffnung, also vielmehr einen Verschluss braucht man natürlich auch, den ich mir jetzt so gezaubert habe. Hier bereite ich mir jetzt das Innenleben vor, sprich ich habe ein Papier, das ist, wie schwer ist das, ich glaube das sind knapp 200 Gramm pro Quadratmeter und da schneide ich mir jetzt Blätter zu. Also zuerst schneide ich mir das runter in Streifen und dann schneide ich das mit meinem Fiskars-Schneider, mit dem großen. Da wird es am saubersten, finde ich. Auch da mache ich wieder die Striche vom Bleistift weg. Ich habe das jetzt rausgeschnitten, weil das könnt ihr ja ohne Probleme machen. Da habe ich in so einen Knet-Radiergummi und ja. So. Da sehe ich nach, wie groß brauche ich denn das Ganze und habe mich dann entschieden, dass es ein Blatt sollte 18 mal 13 werden. Und davon habe ich 10 für ein so ein kleines Büchlein vorbereitet. Und ich versuche immer so viel wie möglich oder so gut wie möglich das Papier auszunutzen, dass ich so wenig Verschnitt wie es nur gerade geht habe. Ich vertue mich hin und wieder mal von der Größe her, weil ich wieder zu schnell bin. Aber naja, so ist es halt manchmal. So, jetzt wird es gefalzt. Bei 9, weil sie 18 cm sind. Ich habe mich dafür entschieden, weil man die Blätter rausnehmen kann und dann drauf malen oder schreiben
ohne, ja, da malt man einfach besser drauf. Das ist einfach so. Wenn ich das fest drin habe, dann kann ich da nicht so schön drauf arbeiten oder drauf schreiben, je nachdem, was man halt machen möchte. Das ist demjenigen selber überlassen, der dieses Büchlein dann zu Weihnachten von mir bekommt. So. Ich habe lange überlegt und mittlerweile, also mit den schönen Masterboards, sind mir jetzt noch ein paar Ideen gekommen, die ich umsetzen möchte noch vor Weihnachten. Ja, ich mache euch etwas neugierig auf das nächste Video, weil ich glaube, das ist eine ganz nette Idee und zauberhaft und schnell umzusetzen. Ja, lasst euch überraschen, ihr werdet sehen, das nächste Video ist schon in Bearbeitung. Hier habe ich mir jetzt Herzen ausgesucht zum Ausstanzen, auch mit dem Papier. Das ist so ein Rest und da kann man auch nur allerhand draus machen. Ich habe da auch noch ein paar Ideen, wie ich auch dieses Papier, diese Herzen, nicht die ausgestanzen, sondern das, was übrig bleibt, auch noch verwende. Irgendwann, ich weiß schon, wie ich es machen möchte und ja, mit der Zeit mache ich das dann. So, hier seht ihr fädel ich mir auf den Gummi ein paar Perlen. Da haben wir ein paar schöne Perlen, aber ich sage euch mal was, diesen Gummi auf eine Nadel zu fädeln, das ist gar nicht so einfach. Es muss nämlich schon eine Nadel sein, die ein sehr kleines Öhr hat, aber relativ lang, damit man da überhaupt ja, diese Perlen auffädeln kann. Ja, das kostet schon etwas Zeit und braucht Übung. Ja, hier klebe ich mir jetzt das Herz drauf, hinten und vorne ein Herz und schon, ich finde es richtig schön, wird es richtig, richtig toll. Also mir gefällt es sehr, so wie es jetzt hier ist. So, da habe ich mir nur Klammer ran gemacht. Das ist beim ersten Mal gewesen, bei den anderen Malen habe ich das einfach festgehalten. Der Kleber von Action, der hält so schnell, also da kann man wirklich die paar Minuten warten und dann klebt es bombenfest. Also der ist richtig gut. Hier mache ich mir jetzt einen Knoten, damit die Perle nicht zu weit raufrutscht. So, hier wieder der Kleber von Action. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich finde ihn richtig gut. Also wenn ich mit dem was klebe, dann hält es auch. Ich nehme die anderen Kleber auch gern, die ich da habe. Also ich habe 2, 3 verschiedene Kleber, die ich wirklich gerne hernehme. Wie jetzt der Buchbinderkleber, der ist richtig gut auch. Ja, aber so hat jeder so seine Vorlieben. Und ja, Hauptsache man kommt gut zurecht mit den jeweiligen Kleber, den man eben hat. Hier suche ich mir nochmal eine kleine Nadel raus, weil ich dachte, naja, ich kriege das so schlecht rein und vielleicht ist es dann, wenn ich eine, seht ihr das? Das ist eine Primelei. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das leichter machen könnte, bitte her damit. Mir fällt nichts mehr ein. Das ist echt, was ich da schon alles ausprobiert habe. Aber naja, wenn das einfach relativ, ne, das ist ja gar nicht so dick. Aber die Perlen sind halt doch relativ, ja, die Öse ist halt da sehr, sehr dünn oder klein. Bei den Perlen geht es ja noch, da funktioniert es noch relativ gut, aber wenn es dann um die Strassperlen geht, wird es dann schon schwieriger. Aber gut, vielleicht habt ihr eine Idee oder einen Tipp für mich, damit sowas hier vielleicht der Vergangenheit angehört. Wär schon schön.
Ja, ich habe mir auch schon gedacht, dass ich die Perlen dann, also die Löcher etwas weiter mache, aber hab da mal so einen kleinen Bohrer und nimm das mal in die Hand und dann bohre ich mir in die Finger oder wie auch immer. Ja, ist ja auch nicht unbedingt das Wahre. Naja, irgendwas wird es dann schon mal geben. Oder ich mache es eben weiter so wie bisher. Gut, das macht man ja nicht alle Tage. Es ist halt jetzt an Weihnachten so, dass ich verschiedene schöne Kleinigkeiten machen möchte und Verzierungen. Und ja, da braucht man das halt so. Oder mal zum Geburtstag oder sowas. Das mit den Strass gefällt mir auch sehr, sehr gut, auch mit den farbigen. Also das hat schon was. Ihr werdet gleich noch dann auch was sehen mit ein paar goldenen Perlen. Das ist auch sehr schön, da ja Gold mit drin ist, macht sich das auch richtig, richtig gut. Und sowas, so Gebamsel, ja, es macht Spaß. Ich habe dann immer den ganzen Maltisch voller Sachen, die ich mir her- oder herrichte, vorbereite. Ja, um einfach eine Auswahl zu haben. Und dann nach Lust und Laune fädeln zu können. So, und wieder. Ja, ja, ich habe das jetzt nicht rausgeschnitten, was soll's. Es ist einfach so. Also nicht, dass ihr meint, dass bei mir das schneller geht oder anders geht oder ja. Früher hatte ich mal ganz, ganz viele Perlen. Ganz, ganz viele. Und ich weiß nicht, wo die hingekommen sind. Wahrscheinlich sind sie beim Umzug, ja, verschwunden. Schade drum, weil ich habe wirklich schon alles abgesucht, aber ich habe die nicht mehr gefunden. Da waren ein paar tolle, ganz alte Perlen mit dabei. Ja. Ja, sowas, wenn verloren geht. Ist schon schade. Aber wie es ist, so ist es. Wir können es nicht ändern. So. Ich finde es mit den Herzen richtig schön, weil einfach diese Geschenke so von Herzen kommen. Und sowas mache ich zu gerne, sowas verschenke ich zu gerne, weil so einen kleinen Umschlag, den kann jeder dann nutzen, wie er mag. Und er ist wirklich mit viel, viel Liebe gemacht. Schon das Masterboard und eben jetzt auch das, was ich jetzt so draus zaubere. Und wie gesagt, nächstes Mal werdet ihr noch eine wunderschöne Kleinigkeit sehen, das ihr vielleicht auch ganz schnell zaubern könnt vor Weihnachten für einen lieben Menschen. Ja, bleibt gespannt. Ist schöne Arbeit. So, das ist jetzt noch mal eins nur mit Silber und ja, Glitzer. Und dann kommt das nächste mit den Goldperlen, wie schon gesagt. Immer wenn ich irgendwo Perlen sehe, die mir gefallen, dann nehme ich mir so ein Teil mit. So eine Box. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch Zeit, einen Black Friday zu sehen. Da ist vielleicht sogar noch günstiger bei Amazon. Müsstet mal schauen. Es wäre gerade die Gelegenheit, vielleicht sich das eine oder andere, die einen oder anderen Perlen dort zu besorgen, wenn ihr wollt. Aber ja. So, und wieder diese Primelei, seht ihr? Ja. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Ja. Aber so ist es einfach. Kannst du das nicht. Also zumindest ich jetzt nicht. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, bitte schreibt es mir. Werde ich gern ausprobieren.
So, wieder Kleber drauf. Die Gummi dazwischen geklemmt, das andere Herz dagegen gehalten und festhalten. Also es ist jetzt viermal schneller läuft es jetzt. Also das ist aber trotzdem nicht viel Zeit vergangen, bis es wirklich angezogen ist, dass es wirklich hält. Ihr seht, es ist ganz schnell geht es. So. Und einen Knoten gemacht, damit es unten immer raus kann. Ich mache da unten immer zwei, damit auch wirklich nichts passieren kann. Mit dem Gold finde ich es auch toll. Und das sind richtig schöne Perlen. So, und wieder gefriemel, 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 zack. Jetzt nehme ich mir andere kleine Nadel und da geht es etwas besser dann. Naja, jetzt überlege ich, was möchte ich denn da drauf haben, wie möchte ich denn das machen und hol mir jetzt da noch mal eine, schau mir das an, passt es nicht, sehe noch nach, ob ich nicht noch etwas anderes habe. Das passt oder das. Also es würde ja eigentlich alles passen. Das ist ja eigentlich. Ich finde es mit allem schön. Habe mich jetzt doch für das entschieden. Ja. Und passt. Und nochmal das Herz drauf. Gleich wieder aufräumen, weil es ist, die Perlen, die rutschen dann runter oder fallen runter und zack, sind sie weg. So, okay. Und schon sind wir fertig. Jetzt noch die Detailansichten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.